Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und das ist der Mark Hagenbeck. Schönen guten Tag. Der Mann mit der Mütze und mit Bart und mit Psychotainer-Trikot. Trikot? T-Shirt. Jedenfalls ganz viel Sexappeal. Okay, machen wir einfach weiter. Wollen wir es rausschneiden? Naja, okay. Am 10. Januar, heute hat Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff. Kennst du? Droste-Hülshoff? Droste-Hülshoff. Ich meine, ich war mal am Bodensee. Also ich weiß, dass ich am Bodensee war. Ja, genau. Meine, ich war ich so besoffen, aber ich bin mir ganz sicher. Nein, ich war mal am Bodensee und da gab es eine Burg oder ein Schloss. Und ich glaube, da gibt es ein Zimmer, wo sie mal gelebt hat. Irgendwas, der Name sagt mir irgendwas. War die nicht irgendwie Frau von irgendjemandem Berühmten? Ja, von Robbie Williams oder so. Okay. Kann das sein? Von Goethe oder irgend sowas. War die nicht irgendwie Frau von denen? Oder Liebhaberin oder so? Wenn ihr wisst, von wem Annette von Droste-Hülshoff mal irgendwie die Frau war oder die Geliebte oder irgend sowas bekannt ist, dann schreibt das mal in die Comments rein, weil irgendwie weiß ich es gerade nicht. Ja, ich weiß nur, dass sie eine bekannte deutsche Schriftstellerin und Dichterin war und sie war ja auf dem alten deutschen 20-D-Mark-Schein war sie ja zu sehen. Richtig. Ja, das richtig. War die Annette von... Und auf dem 50-Pfennig-Stück auf der Rückseite. Richtig. Ja, wie sie gerade so ein Bäumchen pflanzt. Genau, und auf meiner Wade habe ich ein Tattoo von ihr. Brauchen wir nicht zu sehen. Am 10. Januar haben wir aber was noch? Nichts mehr, aber es gibt einen Fakt des Tages! Und zwar, das Licht ist 3 Billionen Mal schneller als ein Ferrari. Das ist super ausgerechnet. Ja, also, aber wenn der Ferrari ein bisschen, guck mal, das ist ja so ein Ding, ja, der Ferrari fährt 300 oder so, keine Ahnung. Mhm. Und das Licht ist irgendwie, was weiß ich, wie viele Lichtjahre das unterwegs ist in der gleichen Zeit. Mhm. Lichtjahre sind ja Entfernung und nicht Zeit. Und wenn der Ferrari jetzt ein bisschen schneller wird, dann ist es ja schon ein Riesenunterschied zu diesen wie vielen Millionen? 3 Billionen. Zu den 3 Billionen. Dann sind es plötzlich nur 2 Billionen oder 2,8. Was du auch nicht eingerechnet hast, ist, man darf ja nicht die Geschwindigkeit des Ferraris an sich berechnen, sondern man muss auch dazu sehen, die Erdumdrehung, die Erdrotation musst du ja auch noch aus dem Weltall betrachtet noch mit dazu rechnen. Ja, das bringt mich zum nächsten Thema. Heute ist internationaler Tag der Blockflöte. Apropos Marc, heute ist Tag der Blockflöte. Blockflöte, hier neben mir sitzt Blockflöte Deluxe. Aber heute ist Aktionstag, internationaler Tag der Blockflöte seit 2007. Kannst du Blockflöte spielen? Ich konnte es mal. Ich habe auch mal Klarinette gespielt und Saxophon. Aber seit ich so einen Quatsch hier mache, habe ich keine Zeit mehr. Kannst du? Hast du schon mal gemacht? Schlange beschwört. Du kannst doch Gedanken lesen, dann kannst du bestimmt auch Schlangen beschwören. Na klar. Kannst du Schlangen beschwören? Beim Schlangenbeschwören kommst du nicht auf die Melodie an, sondern auf die hypnotische Bewegung, die du mit deiner Flöte machst. Kannst du was mit Schlangen machen? Ja, ich könnte was mit Schlangen machen. Dann machen wir doch mal was draus. Pass auf, wir machen... Nein! Hagenbeck muss... Oh nein. Hagenbeck muss eine Schlange beschwören. Können wir nicht was anderes machen? Was denn? Ich würde ganz gerne... Ich hätte ganz gerne, wenn ich mir aussuchen dürfte, hätte ich ganz gerne, du weißt doch, ich mache doch dieses Ding in meiner Show mit dem Nagel. Also ich habe 5 Tüten, in einer Tüte ist ein Nagel, ja, und ich haue so lange auf die Tüten, bis nur die Tüte mit dem Nagel da steht. Und jetzt willst du deine Schlange reinstecken. Und ich hätte jetzt ganz gerne 5 Körbe, in 4 sind Giftschlangen drin und ein Korb ist ohne Giftschlange. Und in den ohne Giftschlange, den will ich außen, steck meine Hand rein. Den Kopf. Oder den Kopf. Sagen wir den Kopf. Genau. Sagen wir den Kopf. Hagenbeck muss den Kopf in einen Korb mit einer Giftschlange stecken, sozusagen. Oh, ohne Giftschlange. Also den mit ohne. Wenn ich es mir aussuchen darf, dann ohne Hagenbeck Giftschlange. Muss Giftschlangen, den Giftschlangentest machen. So, Hagenbeck muss den Giftschlangentest machen. Wie wir genau das machen, das besprechen wir noch, aber ja, irgendwas genau. Mit einer Schlange. Ja, haben wir doch jetzt mal hier schön eine neue Challenge rausgehauen. Super, ja. Wir sehen uns morgen wieder am 11. Januar und vielleicht hat der Mark Hagenbeck bis dahin schon den Giftschlangentest gemacht. Bin ich bin schon tot. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.